Hallo liebe CEC-Familien, es ist Mittwoch geworden, es ist Zeit für einen neuen Vlog, der Vlog für diese Woche. Und am Anfang habe ich direkt für euch ein paar gute Neuigkeiten. Wir haben wieder für euch geöffnet. Im Erwachsenenbereich in Frankfurt und in Friedberg, im ambulanten Bereich, läuft eigentlich schon alles wieder so wie immer. Das heißt, wenn Sie sich überlegen, ob Sie eine ambulante CI-Therapie wieder starten wollen, melden Sie sich gerne bei uns. Wir haben ein Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt für all unsere Patienten, sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen, die es uns ermöglichen, auch in Zeiten wie Corona aufzuhaben. Was das angeht, gleich ein Wort zu uns im Haus. Bei uns im Haus gibt es im Moment eine Maskenpflicht. Da gibt es entweder tolle Baumwollmasken, die man auch bei uns kaufen kann, wenn man noch keine hat. Wir haben aber auch solche tollen Helme mit ein bisschen Plexiglas. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, dass die Kinder und auch die Erwachsenen unser Mundbild sehen. Im Erwachsenenbereich, aber auch im Kinderbereich haben wir so tolle Plexiglasscheiben, mit denen man sitzen kann, wo man sich auch Auge zu Auge sehen kann. Das heißt, wir haben uns da wirklich viele Gedanken gemacht, wie wir Sicherheit und Hörtraining miteinander kombinieren können. Im Kinderbereich ist es so, dass wir erst mit einem eingeschränkten Betrieb gestartet sind. Das ist auch immer noch so. Das heißt, wir haben nur 6 Kinder bei uns im Haus im Moment. Vorrangig haben wir neu implantierte Kinder und nach füllen wir dann natürlich auf mit anderen Familien. Wir wollen, dass möglichst alle kommen, aber im Moment geht das einfach noch nicht. Das heißt, wir überlegen uns gemeinsam als Therapeutenteam, welche Kinder es sind, die kommen dürfen, dass wir wirklich auch immer auf die 6 Kinder kommen. Und deswegen nochmal eine kleine Bitte von unserer Seite. Bitte sagen Sie zu oder ab. Wir können jeden verstehen, der sagt, okay, aufgrund von Corona trauen wir uns nicht zu kommen. Wir versichern, wir haben die Maskenpflicht, wir desinfizieren uns ganz oft die Hände und die ganzen Flächen hier bei uns im Haus. Mache ich auch gleich nochmal für die Kamera. Wir haben ein ganz tolles Konzept auch erstellt, dass wir noch ein paar Gruppentherapien auch anbieten können. Auch das mit viel Abstand und mit Sicherheitsmaßnahmen. Das heißt, wir versuchen alles, was von unserer Seite aus möglich ist. Aber wenn Sie nicht möchten, wir können das verstehen, aber bitte sagen Sie uns Bescheid. Denn sonst können wir ganz schwer planen, wie viel Kapazität haben wir, wie viele Leute können nachrücken. Das heißt, wenn Sie Ihre Einladung bekommen, da sind auch alle unsere Schutzmaßnahmen nochmal aufgeführt, sagen Sie uns bitte zu oder ab. Und wir sagen Ihnen auch rechtzeitig Bescheid, ob es stattfinden kann oder nicht. In Zeiten wie diesen müssen wir immer sagen, hey, auch wir sind darauf angewiesen, was macht die Bundesregierung, was sind die Vorgaben vom Gesundheitsamt. Das heißt, wir können keine Versprechen machen, aber ich muss sagen, es läuft bisher richtig gut. Wir schaffen das trotz dieser Maßnahmen, dass es sich wieder anfühlt wie Reha und wie CI-Reha in Friedberg. Die ersten Familien sind ganz positiv auch hier wieder rausgegangen. Das heißt, bitte sagen Sie uns Bescheid, ob Sie kommen oder nicht. Und dann freuen wir uns, dass es jetzt wieder losgehen kann. Und je nachdem, was passiert, werden wir uns diesen Maßnahmen auch immer anpassen und Sie auch informieren. Das war schon genug Theorie und Gerede für heute. Jetzt habe ich was zum Basteln vorbereitet. Diesmal wieder ein bisschen was für die älteren Kinder. Das heißt, wenn du an dieser Stelle bist und du hast nur ein CI, mach deine FM-Anlage an das Handy oder an den Computer, wo du gerade das Video hörst, dass du die Anleitung für diese Knetseife, die wir heute machen, über dein CI-Ohr, über deine FM-Anlage hören kannst. Ich trage jetzt keine Maske, weil für manche es auch wirklich schwierig ist, ohne Mundbild zu gucken und auf dem Video noch viel mehr. Aber dadurch, dass ich auch hier ganz alleine sitze und die Frau Pfeiffer, die mich heute filmt, in einem Sicherheitsabstand von über 2 Metern sitzt, ist das gar kein Problem. Okay, ihr braucht für Knetseife ein Duschgel, ein bisschen Lebensmittelfarbe, nur wenn ihr wollt, Speisestärke und Öl. Diesmal ist es auch wirklich egal, welches Öl ihr nehmt, weil Knetseife kann man eh nicht essen. Das heißt, ihr könnt Olivenöl auch nehmen, genauso wie Rapsöl, das ist völlig egal. Dann braucht ihr eine kleine Schüssel und einen Esslöffel. Als erstes fangen wir an mit dem Duschgel. Ihr braucht einen Esslöffel Duschgel. Hier großzügig drauf gemacht. Das ist schon ein bisschen eingefärbt. Riecht nach rotem Apfel und Grenadine. Und dann braucht ihr auch einen Esslöffel Öl, weil unsere Knetseife hinterher ein bisschen glänzen soll und es natürlich auch ein bisschen einen kleinen Pflegeeffekt gibt für die Hände. Das rühre ich schon mal ein bisschen zusammen.
Und dann kommt eine dritte sehr entscheidende Zutat, und zwar die Speisestärke. Auch da nehmen wir 2 Esslöffel, nicht ein, sondern eben 2. Ups, das war ganz schön groß, da nehme ich nur ein bisschen noch. Und auch jetzt muss ich gut verrühren. Ich muss so lange rühren, bis ich eine Konsistenz habe, die sich wirklich anfühlt wie Knete. Knetseife heißt, in dem Zustand, wo ich sie mache, ist diese Seife knetbar. Da kann ich die wirklich behandeln wie jede normale Knete auch. Wenn die aber ein bisschen getrocknet ist und das an der Luft, dann wird unsere Knetseife hart und fest und dann kann man die wie normale Seife zum Händewaschen nutzen, wie also quasi normale Kernseife, und so habt ihr in Zeiten wie diesen sogar noch einen besonderen Effekt für eure Seife, weil ihr könnt es natürlich färben, ihr könnt da auch noch Glitzer reintun, wenn ihr wollt, und könnt euch so eure eigene Seife machen. Ich habe jetzt hier das Gefühl, dass das zwar schon nicht schlecht ist, aber noch ein bisschen feucht. Das heißt, ich glaube, ich brauche doch noch ein ganz bisschen Speisestärke. Ja, man sieht es noch. Ist noch nicht ganz optimal. Das heißt, ich mache noch mal ein bisschen Speisestärke drauf. Das variiert tatsächlich auch ein bisschen vom Duschgel. Da muss man einfach gucken, welches Duschgel man da hat. Wenn es euch zu fest wird, dann könnt ihr entweder noch ein bisschen Duschgel nachtun oder aber ihr nehmt noch ein bisschen Öl. Gerade wenn man Öl nimmt, dann wird es auch noch mal ein bisschen geschmeidiger. Genau. Ich nehme das jetzt auch schon mal hier raus aus der Form. Das macht gerade am Anfang immer so eine kleine Sauerei. Das heißt, wenn ihr das zu Hause nachmacht, dann macht es doch lieber erstmal am Tisch, anstatt das irgendwie auf dem Boden zu machen. Und am besten auf einem Tisch, den ihr hinterher auch gut abwischen könnt. Aber im Prinzip ist es ja fast nur Wasser und Seife, was da drin ist. Also Wasser im Sinne von Öl und den anderen Zutaten, die auch so im Duschgel drin sind. Das heißt, es ist jetzt nicht so, wie der Schleim dann auch abfärben kann. Ich glaube, dass ich tatsächlich noch ein bisschen Speisestärke brauche. Das mache ich jetzt so dran an meine Hände wie beim Mehl auch. Dann hält das auch, klebt das auch nicht mehr so an meinen Händen dran. Und jetzt passiert was ganz Tolles. Durch die Speisestärke ist das so richtig angenehm und weich zu kneten. Und ähnlich wie beim Schleim kann man hier auch so Fäden hängen lassen. Das geht wirklich alles nur, solange das trocken ist. Meine Knetseife sieht jetzt tatsächlich schon ein bisschen rosa aus. Deswegen muss ich da tatsächlich keine Lebensmittelfarbe reinmachen. Wenn du zu Hause aber ein Vanilleduschgel genommen hast oder ein helles Duschgel und du möchtest eine andere Farbe haben, nimmst du einfach Lebensmittelfarbe vom Backen oder aber diese Lebensmittelfarbe, nimmst nur ein bisschen, weil die Portion ist ja auch gar nicht so groß, fügst es ein und schon hast du dann eine Knetseife, die in der Farbe ist, die du möchtest. Wenn ihr natürlich schöne Formen aus der Knetseife machen wollt, dann empfehle ich euch, dass ihr Ausstecher nehmt vom Plätzchenbacken. Da gibt es ja von Weihnachten bestimmt auch noch ein paar Sternchen oder auch Herzen. Man kann ja auch zu jeder Jahreszeit inzwischen lustige, verrückte Ausstechformen kaufen. Auch in Muffinförmchen kann man die packen und dadurch eine Form erstellen. Ihr könnt auch die Knetseife aufteilen, also den einen Teil grün einfärben, den anderen Teil gelb einfärben. Dann habt ihr sogar 2-farbige Seife. Oder aber ihr macht das ganz anspruchslos und macht einfach so wie so ein kleines Seifenstück. Das legt ihr dann am besten auf eine Pappe oder auf einen Teller drauf und lasst es mal mindestens einen Tag an der Luft. Und dann werdet ihr schon merken, dass das richtig hart wird und auch so ein bisschen bröckelig. Und dann könnt ihr die Knetseife ganz normal zum Händewaschen nutzen. Solange ihr sie immer wieder bearbeitet und knetet, bleibt sie geschmeidig. Genau. Also wie ihr seht, für Knetseife braucht man gar nicht viel. Es ist eine schöne Manscherei, es fühlt sich sehr schön an und man kann es hinterher aber trotzdem noch sinnvoll verwenden. Da wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren von eurer Knetseife. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, ein Vlog aus dem CIC. Und bleibt alle gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!